Ewaldkreis gab es noch keinen und gibt aktuell keinen Corona-Fall. Also keinen Mensch, der positiv getestet ist. Es gibt ein paar, die sind in häusliche Quarantäne, weil sie irgendwo auf dieser Welt mit Menschen in Kontakt getreten sind, die positiv getestet waren. In so einem Fall schreitet unser Gesundheitsamt dann ein, wird die häusliche Quarantäne angeordnet und wir kontrollieren das regelmäßig, ob da im Endeffekt ein Test positiv oder negativ ist. Bisher alle, die in Quarantäne waren oder in Quarantäne sind, ist das nicht der Fall, ist negativ. Gleichwohl wäre es vermessen zu sagen, das Thema wird am Odenwaldkreis vorbeigehen. Irgendwann, Sie verfolgen das auch auf der Landkarte, die ja ständig bei der Hessenschau aktualisiert wird. Irgendwann wird das Thema kommen und aufploppen. Wir denken, dass wir relativ gut aufgestellt sind. Heute haben wir etwas heftigere Diskussionen gehabt mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Für diese Ersttests sind nämlich eigentlich die Hausärzte verantwortlich. Die können es zum Teil nicht, weil ihnen Schutzausrüstung und Röhrchen fehlen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat letzte Woche versprochen, bis gestern ein System aufzubauen in fast allen Landkreisen. Und wir waren bis gestern auch im Gespräch mit der Stadt Erbach, dass wir das hier in Erbach tun wollen, ein solches Untersuchungszentrum aufzubauen. Und waren heute alle überrascht, aber nicht nur der Landrat des Odenwaldkreises, sondern ganz viele andere Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und Landrätinnen und Landräte in Hessen, als die Kassenärztliche Vereinigung angekündigt hat, wir machen das nur an 10 Stellen. Und für Südhessen würde das bedeuten, alle Südhessen unterhalb von Frankfurt müssten nach Darmstadt. Es gab heftige Telefonate und E-Mails und was es alles für Kommunikation gibt mit dem Sozialministerium, mit dem Sozialminister. Und wir sind an dem Thema dran und hoffen, dass wir morgen oder übermorgen hier eine Lösung finden. Aber definitiv, unser Gesundheitsamt ist dran. Also wenn heute ein begründeter Verdacht da wäre, dass man jemanden testen müsste, würde das durch unser Gesundheitsamt gemacht werden. Besteht also da kein Grund aktuell zur Panik. Eine Maßnahme haben wir gemacht und das betrifft die Kameradinnen und Kameraden in der letzten Reihe. Wir haben empfohlen, den Städten und Gemeinden und auch dem DRK vielleicht davon abzusehen, Jahreshauptversammlungen von Feuerwehren oder von DRK-Ortsvereinen durchzuführen. Warum? Weil, wenn sich jetzt die Feuerwehren der Stadt Erbach zur gemeinschaftlichen Jahreshauptversammlung treffen würden und einer im Saal wäre, der 3 Tage später positiv getestet wird, dann müssten wir im Endeffekt alle, die da waren, für 14 Tage in die Quarantäne schicken. Ein Landrat kann man in die Quarantäne schicken, da schickt man das Handy mit und seinen Computer mit und da ist er irgendwie erreichbar. Bei der Feuerwehr oder beim DRK würde es blöd werden, weil die können von zu Hause aus in Quarantäne nicht löschen. Und wenn eine komplette Einsatzabteilung dann in Quarantäne wäre, wäre das schwierig. Deshalb als reine Vorsichtsmaßnahme haben wir die Empfehlung ausgesprochen und viele haben inzwischen auch Sitzungen entsprechende dann abgesagt im Feuerwehrbereich. Vermeidet bitte als komplette Einsatzabteilung in einem Raum euch jetzt aufzuhalten, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also insofern, es ist keine Panik momentan angesagt und gerade im Odenwaldkreis besteht auch aktuell keine Gefahr, dass sich jemand da anzustecken droht. Sobald ein Fall bekannt werden würde, würden wir das definitiv über die Presse bespielen.